Nee. 1,42, okay. Ich kriege einfach keine Kurve damit hin. So schwer? Das ist nur das Bremsen anders. Ganz bisschen bremsen, nein, wieder loslassen? Alles ist anders. Das Beschleunigen ist furchtbar. Also, was heißt furchtbar? Bricht er aus, beim Bremsen bricht er aus. Da musst du abwärtsmäßig bremsen. Bei Vollgas bricht er aus. Der bricht immer aus. Aber mach halt TC höher. TCS hast du ja. Dann bricht er nicht so oft aus. Vielleicht. Keine Ahnung, was du meinst. TCS halt, kannst du höher machen. Beim Ding. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Traktionskontrolle. Ach so. Dass das nicht mehr so ausbricht. Das schützt sich halt vom Ausbrechen. Außer wenn du halt. Ist das auch? Was wird? Ja, das hat TCS, aber nicht ABS. Das ist genau wie ein GT3 Auto, nur ohne ABS. Vielleicht genau das gleiche. Vielleicht das gleiche Auto wie das, wie der andere. Aber GT3 Ford haben wir noch nicht, oder? Das fehlt uns noch eigentlich. Jetzt muss ich was schaffen? 1,38,6. Ja, jetzt ist aber gut. Ich am Grinden hier. Aber jetzt wird schon langsam kritisch. 1,386 will er haben, die Sau. Gibt's nicht. Das ist keine Runde geschafft? Nein. Na, die rutscht noch gut weg, einfach bei meinen Enken. Rutscht einfach weg. Vorne kam langsam schnell weg, hast gar keine Chance. Den konnte ich mir wie keine Zeit mehr besser machen, weil ich konnte mich auf dieses Wegrutschen nicht mehr konzentrieren. Hast du den Lich King früher gespielt, PvP, oder wo hast du aufgehört? Ich hab mit Kataklysmen angefangen. Ach so, dann hast du Lich King gar nicht gespielt. Das beste Addon aller Zeiten. Okay. Im Prinzip habe ich. Ich glaube, die Inis davon mal ein bisschen also durch den Autosucher da vielleicht mitbekommen. Ja, gut, im Nachhinein halt dann. Wenn man gelevelt hat irgendwie. Ja. Ich hab ein paar Twinks angefangen, da habe ich dann auch schon mal mit dem Kumpel irgendwelche Inis ausprobiert. Aber im Grunde
Grunde genommen habe ich es nicht gespielt. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr, welche Welt das war. Nordend. War das die Eiswelt? Nordend. Ja, Nordend, das war die Eiswelt, ne? Nee, wieso Eiswelt? Mit 1000 Winter, es gab PvP Eiswelt. 1000 Winter? Da ist nicht nur Eis. Also ich kann mich an der Schattenwelt so ein bisschen erinnern, dass ich da ein bisschen gelevelt habe. An das Hauptspiel kann ich mich ein bisschen erinnern, ja. Genau, doch, ja, da habe ich die Karte relativ gut im Kopf. Kataklysm war ja dieser, dieser Drache. Dieses Loch in der Mitte. Ja. Aber Lich King wüsste ich nicht, wie das aussieht, wo das war. Das ist das Beste, was es gibt, du. Es gab nichts Besseres danach. Auch levelmäßig geil, auch storymäßig krass. Welcher Endboss war denn das? Der Lich King. Ist der richtig so? Den hat man mir gezeigt, weil wir sind dann auf dem Forscherliga-Server. Wegen Zeit? Kann ich vorbei wegen Zeit? Fusioniert mit ein paar Leuten und die haben dann irgendwann mal gesagt, hier, ihr müsst mal zumindest den Lich King getroffen haben und dann sind wir quasi voll equipped mit High Level und haben den gemacht. Aber wir waren im Prinzip schon unsterblich. Apropos unsterblich, es gibt bei Lich King dann wieder diese Titel, nicht hauen, ich bin neben dir. Oh nein. Ich bin doch nur neben dir. Der ditcht mich immer an. Ich war doch neben dir, ich bin so eng die Kurve gefahren. Wieso siehst du das nicht? Verstehe ich nicht. Ich hab halt null Platz, nur Wiese. Und du hast einen ganzen Kilometer Platz und du sollst zu mich reinrutschen. Du musst dir echt mal das Radar hin tun. Da siehst du genau, wo ich bin. No joke. Das ist jetzt wirklich hilfreich. Ich habe so viel Platz gelassen, man kann auch zu dritt in die Kurve. Aber wenn wir zwei in der Kurve sind, machst du dich einfach so fett. Was soll denn das? Fette Schwein. Du musst dich hinten anstellen. Ja, ich habe die ganze Zeit zehnmal gefragt, darf ich vorbei, wegen schon der Zeit. Ich hatte voll die Zeit und er hat nicht reagiert. Meine Zeit mal schlagen hier. Du und schnelle Zeiten, du fährst die ganze Zeit irgendwelche Krückenzeiten. Ich habe nicht eine Zeit. Ich will auch meine Zeit. Ich bin jetzt 1,36,7, es wird knapp. Ich schaffe meine Zeit auch nicht mehr so einfach. Ich bin immer schneller gefahren, immer halbe Sekunde schneller. Irgendwann geht's ja nicht mehr, weißt du? Auf jeden Fall, ja, es ist super Add-on. Habe ich damals gerne gespielt. Habe ich Hälfte des Add-ons habe ich in Europa gespielt, Hälfte des Add-ons habe ich in Amerika gespielt. Aber ich hatte irgendwann so schnell. Ja, weil es keiner spielt in Europa. Die Zeit. Ich habe immer Spätschicht gehabt. Dann komme ich immer nach Hause um randommäßig zwischen 11 und 1. Und dann spielt keiner mehr. Ach so. Und in Amerika ist es halt 6 bis 9 Stunden zurück. Dann habe ich halt in Amerika gespielt. Und kommst um 1 nach Hause, schlafen dann alle Europäer, weißt du, war nichts los. Und in der Früh oder Nachmittag muss ich ja zur Arbeit. Jetzt wieder ich so war machen. Ja ganz böse, als ich das gespielt habe. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Das war die Zeit gewesen, wo ich in der Firma gearbeitet habe, wo auch meine Mutter und meine Tante so arbeitet. Und wir waren so drauf, wir haben zu der Zeit so richtig tryhardet, was Arbeiten angeht. Das heißt, wir haben bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet. Also wirklich von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr. Auch mal zwei Schichten durchgearbeitet. Und im Prinzip hatte ich abends eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit gehabt, um eigentlich alles zu machen. Das heißt, ich hatte eigentlich kaum Zeit gehabt zum Spielen. Deswegen auch meistens nur PvP, weil irgendwelche Berufe... Für schnelle Battles, ja, klar. Und das alles, das ging einfach gar nicht. Da aber mal so einen Beruf haben und sowas auch mal ganz praktisch war oder ich vielleicht auch mal so ein Reittier wollte,
Da habe ich mir dann einfach mal einen Chinesen bestellt. Das klingt jetzt 2022 sehr, sehr wild. Okay. Naja, ich habe einen Chinesen für mich Gold farmen lassen. Mit deinem Account? Nee, der hat mir das dann immer gebracht. Ach so, ja, okay, einfach Gold gekauft. Goldzeller. Gold gekauft. Damit okay. ich meine Berufe, mein Berufsgehen maximieren konnte, damit ich mir mal so ein, im Optionshaus so ein Drachen kaufen konnte. Klar, das haben 9 von 10 WoW-Wähler haben das gemacht, also brauchst du da nicht irgendwie. Ist das böse. So? Haben die das? Ja, jeder gemacht. Also ich kann mich erinnern, das war total unbeliebt. Das war total verpönt, unbeliebt hat jeder gemacht. Es ist so. Oder, ja, ist so. Ich meine, du hast ja jetzt, eigentlich ist Gold kaufen kein Pay to Win, sondern Pay to Zeit, ne? Du kannst ja jetzt Gold offiziell kaufen. Jetzt darfst du von Blizzard Gold kaufen. Du kannst ja jetzt Gold offiziell kaufen, Blizzard. Echt? Ja, schon lange, schon seit Jahren, hä? Damals konntest du bei den Goldzellern kaufen, jetzt gibst du das Geld Blizzard. Gibst dann 20 Euro. Na gut, heute würde ich das nicht mehr machen. Weiß ich gar nicht, das Geld für. War ja teuer, ich habe 75 Euro oder sowas bezahlt. Für eine Ladung Geld. Hab's in die Box geschafft? Gerade da ausgelaufen. Heutzutage und das war schon das günstigste Angebot, was ich gefunden hatte. Heutzutage zahlst du 20 Euro und dann kriegst du halt wieder Preis der Marke ist. Der WoW-Marke. 120, 30, 170, keine Ahnung, wie viel der Geld im Marke ist. Also ich glaube, ich habe 3 Millionen oder so gekauft. Mhm. Weiß es nicht mehr. Kann auch mehr oder weniger gewesen sein. Ja. Ich hab's genau in die Box geschafft, sage ich der Gen Z. Also der Sprit ging aus und ich bin eingebogen in die Box. Perfekt. Also ich hab jetzt auch gefarmt, Mann. Ja, vielleicht kriege ich ja eines Tages auch mal eine Runde hin. Ah, 1021. Also siehst du, meine Runde ist schon wieder viel zu gut gewesen. Das schlage ich ja schon fast nicht mehr. Ja, das ist ja. Ich habe mich jetzt schon langsam angetastet. So habe ich das Auto auch probiert. So habe ich halt die Kurven alle getestet. Außer die letzte Kurve bin ich halt langsam gefahren. Gemütlich, weiß auf der Zielgeraden. Da bin ich halt dann 100 km/h so gefahren. Das ist ja schon Cheaten hier, was er macht. Ja, Grinden ist das. Und jetzt muss ich halt meine Zeit schlagen. Jetzt, was für eine Zeit ich jetzt habe? Ich habe 1,358 habe ich. Die Idee wäre ich nicht mal gekommen. Ja du, ich habe Langzeit WoW gespielt, da kennt man das. Man musste mal das System nutzen, was man hat, weißt du? Einfach 100 km/h, jetzt kann ich mal 100 mal gegen die Wand laufen. Rennen. Fahren. So ein Ding. Ey, aber geil, wenn er wegrutscht und man auf die Bremse tritt, dann fängt er sich plötzlich wieder. Manchmal. Und wenn du auf der Bremse bist und er blockiert, einfach Bremse loslassen. Dann fängt er sich wieder. Die Reifen nicht mehr blockieren. Das musst du erstmal üben. Ja, das musst du halt immer bei Formel 1 machen. Also das geht nicht anders. Bei Formel 1 hast du gar keine Hilfen. Und dann musst du schön langsam bremsen. Aber Auto bewerte ich auch mit 4,5 Sternen, weil macht ultra Spaß, wenn man ein bisschen übt. Ja, das Force Feedback ist richtig cool. Und so ist eigentlich der Porsche auch. Der sollte identisch sein. Na, ich mag den mehr als den Porsche. Ja, aber vom Fahrgefeeling sind es die gleichen Sachen. Ist die gleiche Klasse. Ja, aber vom Fahrgefühl ist der hier einfach anders. Der Porsche ist, der bricht auch beim. Der hat auch dieses Bremsen und das alles, aber anders.
Wer weiß, ob du das Video jetzt siehst, wenn du mit dir ein bisschen gefahren bist. Aber der Porsche hat so in mir das Gefühl ausgelöst, möchte ich nie wieder fahren. Den hier möchte ich gerne öfters fahren. Aber ich sag nur, wenn du jetzt mit dem fahren kannst, könntest du mit anderen auch fahren. Und dann wäre es nicht mehr so schlimm. Weil es das gleiche Prinzip ist. Das wusste ich auch schon vorher, bin ich dem ein bisschen übel, dass ich das kann, aber ich wollte es halt nicht. Wow! Okay. Das war schlecht. Ah, ich bin eh Benzin out. Das ist in Ordnung. Boah, 41.000, ich bin rutscht. Hätte ich gerne auf dem echten Konto. Da hätte ich schon eine 93.de. Das ist echt krass, Mann. Da wäre ich schon. Wobei ich glaube, ich würde mir nicht mal dann eine 93.de kaufen. Ich bin da nicht so. Ich hab die mal recht erfasst. Sagst du? Also, wenn ich nicht aufs Geld achten würde, hätte ich mir eine 370 gekauft. Ich weiß ja nicht, wie viel Unterschied. Wenn man gar nicht drauf achtet, kauft man sich vermutlich immer das Beste. Ich weiß gar nicht, wo denn der Unterschied liegt zwischen 360 Ti und 370. Schon noch mal 15%, oder? 25 sogar, 20. Ich glaube, die 70 ist auf jeden Fall schon stark. Also die ist nicht so mega viel langsamer als die 80, obwohl doch auch. Ja, die haben das gut aufgeteilt, muss ich echt sagen. Was letztens einer im Stream gesagt hat, wenn du eigentlich die 70er hast der Reihe, bist du eigentlich immer gut. Fährst du gut. Du holst dir die 70er, dann holst du dir die 70er der nächsten Generation, dann bist du halt nie zu stark, aber auch nicht zu schwach. Kannst du mal gut upgraden. Ja, aber früher war das die 60er-Karte. Wo das so war. Ich habe die 60er-Karte konntest du immer alles Full HD maximal Detail spielen. Ich muss sagen, ich habe 70er nie geholt. Einfach ein 60er oder 80er, 90er. Außer bei der 75. Scheiße. Magst du mal ein Bild wegmachen? Dich mal. Jo, ist weg. Scheiße. Jetzt schlag mir so 1,35,8. Wie lange ich das noch sehe bei dir auf dem Stream? Ist so schon lang weg? Ja, jetzt sehe ich es erst. Musst du vielleicht flashen. Ich habe ein paar Framedrops gehabt vorher, weil ich habe vom einen auf den anderen Computer was kopiert und das hat das ganze Netzwerk ausgelastet und hat dann keinen Platz mehr gelassen für das Stream. Deswegen würde ich ja gerne, gibt es bestimmt, was ich mich damit beschäftigt, bräuchte ich irgendwas, was meine 1 Gigabit drosselt. Einfach auf, keine Ahnung, 700 Mbit oder so. Dass immer zumindest ein bisschen noch frei bleibt für den Stream. Weil ich kopiere eine Datei, dann nutzt er die komplette Netzwerkkarte, dann ist nichts mehr übrig. Weißt du? Ja, aber ich denke, das ist eher, weil ich auf dem Handy auf 480 gestellt habe und gehört, dass so niedrige Auflösung machst, umso mehr Latenz hast du. Weil du noch die Echtzeit Rendering hast. Also, ich muss den extra runterrechnen. Realtime-Encoding nochmal. Jo, also ich guck gerade Grafikkarte. Das hat sich verändert. Fuck you, Mann! Ich hab mich halt so angestrengt. Oh, jetzt hast du in den zweiten geschaltet und dann geht er. Ach, du fick dich, Mann. Oh nein, er regt sich wieder auf. Ja, wenn ich nur ein bisschen versuche, zu ernst zu spielen, geht's halt einfach schief. Es ist dann einfach, das ist einfach zum Kühe Mäuse melken. Jo. Schau mal die günstigste 3090 Ti, wenn du schon schaust. Jo, Sekunde. Ich gucke halt mal jetzt. Sollen das jetzt? Ich glaube, die haben diese Versus-Seite geändert. Hier steht nichts mehr von Prozenten oder irgendwas. Du bist vielleicht der Falschen. Gestern ging's noch. Ne, heute früh habe ich sogar geschaut. Heute früh um 10 habe ich geschaut. GPU-Benchmark. Das ist eine andere Seite jetzt, wo ich drauf bin. Gucken, ob da Prozente stehen.
4%, 6%, 13%, 8%, 7%, Effektivspeed 17%, Average 15%, 15% Overclocking, Average Bench 154, 32, aber das sagt nichts. Ich will die Gaming-Performance wissen, Leute, was ist denn los? Gib doch bei Google einfach ein. 3060 Ti versus 3070. Hab ich doch gemacht. Und dann gibt's GPU Benchmark. Du hast ja keine, das krieg ich keine Ahnung. Das darf man nicht alleine lassen im Internet. Also, da war ich doch gerade drauf. Ey, weil das darf man einfach nicht. Gibt's aber keine Gaming Benchmark. Dann heißt es 7%. Da ist es 7% schneller. Ja, doch, da sind sogar Gaming, aber hä? Gaming, FPS, 7%. Ja, das sag ich, ist nicht viel, ne? What? Ist nicht viel. Ich sag ja, das sind 3060 Ti ist gigantisch. Vielleicht gegen die 3070 also, Ti nochmal besser. Bei manchen Spielen wie Overwatch ist sie auch mal 13% schneller. So, aber es sind hier so 4, 6, 13, 8, 7%. Kriege ich meine Endzeit für heute endlich hin. 1,34 oder? Ja, nicht ganz. Scheiße. 1,35,026. Passt 1,34. Okay, fall ich von 360 Ti auf 370. Das ist kein großer Unterschied. Also entweder nimmt man 360 Ti oder die 370 Ti. Genau, das hatte ich auch gemeint letztens. Oder man nimmt die 360 oder 370. Das lohnt sich da. Und Non-Ti. Ja, ist ja. Ist das anderes? Das wird jetzt meine Endzeit heute. Ich kann mich nicht mehr verbessern. Jetzt wieder so eine Zeit, aber wo ich... Ja? Ja, das haben sie halt wirklich gut gemacht, weil 360 ist schon wieder super viel langsamer als die Ti. Das ist aber ziemlich, das, ziemlich heftiger Unterschied, finde ich. Bei diesem... Zu heftiger Unterschied bei diesem, finde ich. Aber die preislich sind sie nicht so weit weg. Und die 360 kostet um die 400, die 360 Ti kostet um die... 500, ich verstehe, wobei es jetzt schon ein bisschen weniger ist. Ich verstehe halt nicht, warum braucht man zwischen der 316 und 370 nochmal eine Guard-Karte. Da ist ja die 360 Ti dazwischen, aber warum? Ja, weil die Ti, glaube ich, zuerst gekommen ist und dann hat man sich gedacht gehabt, dann bringen wir noch eine langsamere Karte. Ja, und dann nochmal die 370 Ti und dann die 380 und dann nochmal 380 Ti. Warum braucht man zwischen 370 und 380 nochmal eine Karte? Macht keinen Sinn. Und das dann der Preis und ja, die waren so ein bisschen vom Speicherinterface auch. Ja, wegen 12 GB so eine Scheiße, weiß ich schon. Die, genau, deswegen ist die auch teurer, die Karte. Hätte die nur ihre 6 GB dann. Aber das konnten sie ja nicht machen, weil sonst wieder der Hate zu groß ist. Kannst du mal schauen, Interesse halber, falls du Bock hast? Ja, ja. 3090 Ti Stromverbrauch, was die schluckt. Ich glaube, da braucht man sogar ein Netzteil, was über 1000 geht, weil die kann auf mal Peak kann die sofort 800 schlucken. Es gibt nur so Peaks. So, wenn jetzt hier 800 steht, kannst du mit 750 rechnen, glaube ich. Also, es geht nicht darum, es geht darum, dass diese High-End-Karten so eine gewisse Spanne haben. Die schlucken, wenn sie überlastet sind, schlucken sie, keine Ahnung, 300, 400, aber sie haben trotzdem Peaks auf 700, 800. Das haben die mal erklärt. Und deswegen gibt es jetzt dann dieses ATX 3.0 Standard, weil da ist es vorgeschrieben, dass die Netzteile so eine Peak aushalten müssen, ohne dass sie halt ausgehen oder sich ausschalten oder so. Ich wollte es nämlich ja gerade sagen, weil wenn ein Netzteil 800 Watt hat, verträgt das trotzdem Peaks von 900. Genau, und das ist halt im ATX 3.0 Standard und in dem alten nicht. Und die 3090 hat das. Deswegen haben viele Tester haben gemeint, dass deren PC einfach halt ausgegangen ist oder neu gestartet wegen zu viel Strom. Aber nur mal so bei Peaks, ne? Was für ein Netz hast du denn? Wie viel Watt? Achso, ich könnte mir bis 1000 einbauen. Also ich habe aktuell... Ich hatte mir doch letztens ein anderes eingebaut, weil mein altes kaputt war. Nicht so starkes. Ich muss nachschauen. Irgendeins von Enermax, war gerade noch auf Lager. Mein Netz da ging nicht mehr. Da habe ich mir einfach schon eins geholt und habe vergessen, dass ich eigentlich noch am Speicher ein Tausender habe von früher.
Und das könnte ich halt einbauen. Aber die haben 3 Achtfachstecker, das ist krass. Aber ist nicht schlimm, das geht. Ja, aber 3 Achtfachstecker. Geht klar. Ich meine, das Ding hat Stock, ein Achtfachstecker so und dann habe ich noch 3 Kabel. Also ich habe 4 Achtfachstecker. Ich wollte nur fragen, wie viel Watt die halt bräuchte. Also ich habe, glaube ich, 3 Achter oder sowas bei mir. Aber das Problem ist, dass 2 von den 3 von den Achtern auf ein Kabel liegen. Also quasi nur, dass es quasi ein Adapter ist, sodass du. Und ach so. Da habe ich schon versucht, nur das eine Kabel anzuschließen mit den 2 Dingern. Und das ging bei meiner Grafikkarte nicht. Klar, weil es zu wenig Strom ist. Es sollten schon einzelne Kabel sein. Genau, habe ich bei mir. Also bei der 1000 Netzteilen habe ich eins, ist so, es ist ja nicht Full-Modular, es ist Half-Modular. Der 24-Pin, der 8 und der 4-Pin ist halt draußen plus einmal PCI-Express. Und dann sind noch zweimal so PCI-Express zum Anstecken modular. Also ist immer extra Kabel. Na, ich sag's mal so, also 450 Watt steht in der Anleitung. Mit ein bisschen Undervolting noch entspannen und so. 450 Watt, aber du wirst ja nie einen Prozessor haben, der 300 Watt verbraucht. Obwohl. 770K? 80 Watt, was hat der? Ja gut, ich habe Problem ist, bei mir passt ja auch nicht rein wegen der Steckkarten. Ich habe 3 Steckkarten drin. Ich habe eine Netzwerkkarte, ich habe eine Soundkarte und ich habe eine M2 SATA auch drin, so eine Steckkarte. Ich überlege gerade, ob ich das testen könnte. Ne. Mich opfern. Was ja Intel zum Beispiel unbedingt benötigt. Das ist ja irgendwie ein BIOS oder so, macht man den Scheiß an. Die letzte Mal erklärt, also, keine Ahnung, was das genau macht. Die nicht TI 57, die andere 850. Wie? 3090, 850? Peak? 750 bzw. 850 wird als Netzteil empfohlen. Die Leistungsaufnahme ist 350 bzw. 450. Aber der Peak ist halt so, ne? So, zack, einmal ganz kurz und wenn das reicht ja schon, das Ding auszuschalten. Der PC. Es ist wahrscheinlich die Peak-Leistung, die 450. Das ist ja nur das, was sie maximal verbrauchen kann. Das ja, aber es ist ja so ein Klick, was mal ganz kurz höher geht. Das ist so eine neue Architektur bei diesen scheiß 90ern. Das ist ja das Problem. Das macht so Klick. Kann man eigentlich bei diesen Karten auch Ding aktivieren? Man kann ja schon bei diesen normalen Karten kann man ja schon. Warte. Sekunde. Gleich. Ja, eine Kurve noch. Die Aufbau der Grafikkarte wird doch nicht den, nein, den Wert übersteigen. Kein Spritz ist. Mehr, ich hätte 0,21. Nein, fick dich. Boah. Kannst du mir nicht erzählen? Doch, das sind die Peaks. Deswegen gehen viele jetzt leider nicht mit diesen 93. Das haben sie ja erklärt. Du hast maximale Aufnahme, keine Ahnung, 450, 350. Aber. Das ist aber schon doch in der Rechnung mit drin. Guck mal, wenn der sagt, 450 ist die Maximalleistung. Ja, aber du verstehst immer noch nicht. Die erforderliche Systemleistung liegt bei 850. Die 850 sind ja viel höher als. Ja, genau, okay, das als, ja. Ja, das ja, da ist mit drin, klar. Aber nicht in den 450. Bei den 850, aber die 50 nicht.
Ja, du sollst jetzt das Ding nicht in den 500-Watt-Netzteil Ja, reinballern, du das würde ich brauchst, auch du sagen. brauchst da diese 850, damit es diese Millisekunde Peak aushält. Das haben sie versucht zu erklären mal im Video. Weißt du? Ja, klar, aber das habe ich eben schon gesagt, 850 braucht er. Ich schau mal kurz nach. Die Prozessor, die läuft ja auch nicht, die werden ja nicht gleichzeitig so einen Peak da raushauen. Und selbst wenn bei den 1000 Watt jetzt, beim 850 Watt, ja, es wird schon klappen. Also, die sind ja auf standardmäßigen Prozessoren ausgelegt, die Dinger. Ja, sollte mit dem 1000 Watt Netzteil gehen, ne? Ich mache jetzt mal wieder zu. Ich bin ja einer, der den stört, dass wir 1000 Sachen offen sind. 750 habe ich jetzt hier. Gold Plus habe ich aktuell drin. Das ist zu wenig, zumindest für die TI-Version. Könntest die Non-TI damit nehmen. Ja, das ist Aber schon ich mal. weiß, hatte die TI Die überhaupt TI. irgendwas besser als die Die, Non-TI? ja, die bessere Kühlung, effizienter und schöner. Verbesserter von der 3090. Ganz, ganz wichtig, nicht die 3090 zu holen, weil die ist in der Kühlung viel schlechter. Weil die haben halt gelernt aus der 3090, die zu Meinst du kühlen. die, aber meinst du, das zählt doch nicht für die Custom-Dinger oder auch? Das zählt gerade für die Kastendinger, ja, doch, doch. Okay. Die Gigabyte haben sie verglichen, die Asus haben sie verglichen, das zählt auch für die Kastendinger, ja. Weil die haben halt auch daraus gelernt. Ja, aber Gigabyte Asus kannst du dir ja nicht leisten. Also die kosten ja dann nicht mehr 1400, sondern wahrscheinlich 1800 oder so. Ja. Ich meine ja nur, dass halt die Kühlung auch bei der Referenzkarte verbessert wurde, aber auch wie bei der 6900 und der 6950 von AMD Kenne mich gar nicht mit aus. ist ja so wie die 3090, 3090 Ti, ne? Wenn du es Aber, sagst. ja, genau, ist es ja ziemlich schnell. Aber die Kühlung von der 6900 war ja Müll. Und von der 6900 XT ist einfach super, weil die haben halt auch gelernt aus der. So ähnlich ist mit 3090 Ding. Ti. Hast du wieder Bild? Soll ich wieder anmachen oder was? Ja. Genau, einfach die 6900 XT, 6950. Also, wenn man kein Raytracing braucht, dann ist doch AMD der Beste, oder? Wenn du was sagst. Ja, und die einzigen Vorteile sind halt die CUDA-Kerne zum Stream, was halt auch genial ist für DaVinci, so zum Encoden. Ja, ich brauche die verfickten CUDA-Kerne einfach, das kann ich ohne machen. Kannst du nicht Aber vorstellen. ich mache auch gerne mit Blender und sowas rum. Da sind Geht AMD Q3 auch. auch Pflicht. Ach Ja, so. habe ich gesehen, das ist nicht gut. Aber ich encode ja mit Zumindest nicht das, Encoder. als ich geguckt habe. Das war nicht gut. Alter, es wird nicht kälter. Ich weiß nicht, wie ich mich so hinlegen soll. Ich verstehe das nicht. Ich kann mich so nicht hinlegen. Ich kann nicht. Weißt du, wie krass das letztens war, also vorgestern, als wir aufgehört haben, war es doch schon ziemlich spät. Wir haben, glaube ich, zwischen 5 und 6 haben wir, glaube ich, ausgemacht. Ich war um 6 Uhr. Fuck. Ich hasse die Kurve. Als ich zugemacht habe, war bei mir so 24, 23, 24 Grad sogar. Dachte mir, geil. Dann mache ich zu, habe ich, glaube ich, vorhin schon erzählt. Dann bin ich schweißgebadet aufgewacht nach einer fucking Stunde und es war wieder 29 Grad. 29,7 oder so. Ey, und dann konnte ich nicht mehr pennen. Dann habe ich erstmal die Kamera Was ausgemacht, hab wie ein Beschissener gehustet, weil die Hitze tut auch meinen Husten fördern. Weil stickig und so ein Scheiß und alles. Dann habe ich erstmal die Decke halt ein bisschen aufgehabt. Deswegen habe ich Cam auch ausgemacht, ne? Bisschen versucht ohne Cam. Mit Pen und so. Schwierig, schwierig. Aber stell dir vor, Mann.
Du wachst nach einer Stunde Schweißgebadet auf und es ist 30 Grad wieder. Ja, und jetzt kühlt es ja nicht einmal mehr. 30 Grad auch kaum pennen. Ja, das ist dann nur der Anfang. Es ist ja danach noch Das war 30 Grad und eine Stunde später. Und als ich dann nachher geschaut habe, dass ich doch nochmal eingepennt bin, war es dann 33,4 oder so. Also das ist halt einfach abnormal. Wie sich die Hitze hier speichert. Heute hat Alexa gesagt in der Nacht, hey, es wird 13 Grad Tiefstemperatur. Dachte mir, geil, 13 Grad kühlt ab. Schaffe ich vielleicht auf 20 mit Biegen und Brechen. Aber jetzt ist es 19 Grad gewesen. Oder was haben wir jetzt? Alexa? Alexa? Wie viel Grad ist es in München? Meine 20 Grad wären ja in Ordnung, aber wenn der Raum sofort wieder warm wird, könnte ja auch am Computer und sowas ein bisschen liegen. 17 Grad. Heute wird eine Höchsttemperatur von 27 Grad wird's. Boah. Das ist natürlich klar, liegt daran sicher, safe. Ja, sicher. Dass es am Ding liegt. Aber das heizt ja auch im Winter ein, aber wenn ich im Winter meine 19 Grad schaffe und mache zu, wird es nicht so heiß. Weil die Hitze halt nirgendwo ist. Und von das Herz heizt sich ja doch offen draußen, weißt du? Ja, stimmt schon. Und die Fliesen sind kalt, die Wände sind kalt, du machst zu und es bleibt kalt. Ja, aber das ist das, was ich den Tag meinte, so als, ich glaube, Tichy war das, wegen Reflektoren, Folie für die Fenster. Das lohnt sich bei mir nicht bei 3 Tagen warm so. Ja. Das ist mal 3 Tage warm das hat, oder manchmal auch ein paar Tage mehr und ansonsten ist es eigentlich relativ kühl. Mhm. Hat Jeroen gesagt. Aber ich glaube, bei dir würde ich mir das auch schon überlegen, ob ich das nicht machen würde. Ja, das Problem ist, ist ja nicht nur die Fenster, es heizt ja alles auf, weil ich bin ja direkt am Dach. Weißt du? Also es ist halt alles warm. Das ist halt, an die Fenster kann ich machen, ja. Aber was mache ich denn an der Wand? Die trotzdem warm ist neben dem Fenster? Ja, nichts machen. 1,34,947. Hab nochmal Geld bekommen. Ich meine, ist ja auch nur, weil ich jetzt hier jeden Tag eigentlich versuche, da zu sein, Leistung zu bringen, so gut es geht. Wenn du normal streamst, streamst du halt mal am Montag, am Donnerstag, am Sonntag und fertig. Und wenn dir Restoration-Leistung reicht, kannst du dir deine AMD-Karte kaufen. Ja, reicht mir, ich brauche die scheiß Scooter-Kerne. Ich habe mir überlegt, für einen Zock-PC wären die schon geil. Aber ich, ja, lol. 3090 und. Ach, ja, naja, klar. Also, ja, nee. Passt ja nicht, platztechnisch nicht. Ist halt bequemer, wenn man alles in einem hat. Kann man nicht abstreiten. Ja. Ich zum Beispiel kann da meine Nintendo-Emulatoren gut spielen. Die sind auch gut darauf optimiert. Was auf AMD, oder? Die brauchen doch. Wie bitte? Auf AMD-Karte oder was? Nee, die sind auf Nvidia optimiert. So. Auf AMD gingen die sogar lange Zeit nicht. Irgendwann dann, 4 Jahre später, haben sie dann für den Wii-Emulator, haben sie dann Vulkan eingeführt. Das hat dann auch ewig gedauert. Oder was hatte ich mal noch? Fürs Heimkino wollte ich einen Bildverbesserer haben, der quasi 4K Upscaling macht. Also so ein Full-HD-Bild schärfer macht, in dem mit Zwischenbildberechnungen und sowas gemacht wird. Das aber Latenz gab's ist auch da nicht für AMD. Da hat mir dann zwar jemand im Nachhinein gesagt, doch, soll es auch für AMD geben, aber das ist halt, das Ding kommt raus, steht irgendwo auf irgendwelchen News-Seiten, du willst es ausprobieren, das geht dann halt nicht. Ich will da nicht so viel rumfummeln. Aber es sind halt spezielle Fälle, also deswegen muss man halt gucken, ob einem das reicht. Aber ich persönlich würde nicht mal ohne Raytracing leben wollen, ich finde das schön. Ich habe noch nie Raytracing angehabt.
Personal Bestzeit. Boah, verdammte Scheiße, nochmal geschafft. Hast du kein Cyberpunk gespielt? Nee, das ist nicht so meins. Oder Control? Nee, nie. Ich kenne aber die ganzen Benchmarks. Also Control ist, krass. Ja, dieses, wo du kinetische Fähigkeiten hast, oder? Ja, so. Genau, von den Max Payne-Machern. Mhm. Es ist zwar stellenweise auch ein bisschen altbacken, die Grafik, weil wie bei Max Payne sieht das alles schon so ein bisschen oldschool aus, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Remedy-Charme. Das aber ist die halt, Effekte und so mit Raytracing, das sah schon fett aus. Das ist doch das RTX-Vorzeigespiel, oder nicht? Das immer schon da war. Seitdem es RTX gibt, gibt es das Spiel. Gefühlt Control. Genau. Tomb Raider sieht auch mega fett aus mit Raytracing. Ich kenne halt alles von den Benchmarks, ne? Ich habe halt jeden Benchmark gesehen von jeder Karte. Und es sind immer die gleichen Spiele. Habe ich auch nur im Benchmark gesehen. Und da ist halt AMD sehr, sehr stark, was Tomb Raider angeht. Das ist halt eine AMD-Engine anscheinend. Ja. Das Spiel konnte ich selbst auf meiner 79 schon spielen. Also. Ist immer die Frage, wenn man es noch braucht. Die ganzen neuen Karten brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist eigentlich komplett unnütz. Ich muss mir auf jeden Fall mal Vergleich schauen zwischen 2080 Ti und 3090 Ti. Mein CPU kommt ja da eh nicht hinterher, ich sag's dir ja eh. Der begrenzt es ja jetzt schon. Also es ist ja so, dass 19% oder so vom System bei mir gedrosselt wird wegen dem CPU. Meine 2080 Ti könnte eigentlich mehr, wenn der CPU mehr könnte. Ich glaube nicht, dass du... Ich würde erst den Prozessor aufrüsten, glaube ich, bald sogar bei dir. Wenn ich ehrlich bin. Weil du hast schon Unrecht. Also eigentlich sagt man ja, es gibt sowas wie CPU-Limit kaum noch, aber mit einer Ti schaffst du das ganz sicher. Ja, besonders weil ich auch nicht auf 4K spiele. Da ist immer GPU-Limit. Genau. Noch kommt auch noch hinzu, ja. So, jetzt, Jens. Jetzt oder nie, sage ich dir. Nochmal. 1,34,5, komm schon. Ich will wieder schimpfen hören. Komm. 1,34,5,24. Bei Serverbestzeit hier. Dort weiß ich gar nicht da, wie das ist. Ich bin schön langsam rangetastet. Sonst guckst du doch bei allem. Naja, keine Ahnung. Ist doch egal. Zentern ist hier gefahren, was soll ich in Serverbestzeit schauen? Zieht doch schon fest. Ich wollte mal versuchen, ein bisschen aggressiver die Kurve, aber geht nicht. Ich war nur 0,2 hinter meiner Zeit. Scheiße, jetzt hat mir gebremst. Ich habe einfach mal randommäßig kurz vor Schluss gebremst. Dann wieder Gas gegeben, sofort 0,3 verloren. Darfst du nie machen.
Schade, ich wollte nämlich noch eine Bestzeit testen, weil ich habe nach dieser Runde keinen Sprit mehr. Das ist die beste Zeit eigentlich, das zu testen. Aber ich habe es versaut. Bin da auf das Startziel geraten. Deswegen habe ich auch so gar keinen Bock auf den Nürburgring. Stell dir mal vor, du versaust in der ersten Kurve und musst dann 12 Minuten fahren. Oder 15 Minuten, um die Strecke zu schaffen. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist eine Nordschleife. Imagine. 128 Kurven. Verstehe ich nicht sowas. 128 oder sogar mehr, je nach Verlauf. Macht ja keinen Spaß. Das Kurve 70 versaust du und dann wieder von Anfang. Ja, wird schon Spaß, wenn du sie kannst. Ganz witzig, oder? Bitte? Fürs Rennen bestimmt ganz witzig, die Strecke. Wenn du viele Autos hast, so, weil die Strecke geht so lang, du verlierst dich. Also siehst du nie ein Auto, nie wieder. Wenn du 100 Autos hast, ja. Wenn du weniger hast, dann verläufst du dich, ja. Weil wenn einer fährt, das ist... Wie viel ist die? 25 Kilometer oder so? Boah. Oder wie lang ist die? Noch mehr? Ich... Kein Plan. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja nie gefahren so. Nur ganz bisschen. Habe ich noch Geld bekommen? Nee, doch. Warte mal, 1,34, 4,2 ich bekomme, 1,34,9, ja. 5, 3, 111.000. Schau ich mal kurz die Tabelle an. Also, ich habe sie geschlossen, okay. Das ist meine schnellste Zeit von allen gewesen. Das ist die schnellste Zeit im Server gewesen. 1,34,5,24. Ja, also hör doch auf mich, Mann. Ja, aber jetzt mal hier. Xentern ist mit dem nicht gefahren. Der ist nicht mit so einem GTE gefahren. Wenn der mit dem fährt, schafft er, ich sag mal locker, er schafft eine tiefe 1,30. Nee, vielleicht sollte ich mal mit dem Formel-1-Wagen kommen, dann habe ich vielleicht mal die schnellste Zeit. Ja, das ja. Also Xentern würde eine tiefe 1,30 fahren, der ist noch mit keinem Ding fahren. Oder mit dem BMW, was wir so gut finden, würde er auch die Zeit schaffen, locker. Also mein BMW ist 1,35,6, ich habe 1,34,5. Also hat sich das Herantasten doch gelohnt, oder? So ein bisschen schauen, probieren. Krass, Mann. Ich weiß noch eins, der Ford ist böse, böse. Es ist ein absolute Fun-Auto. Das Ding würde ich einfach... Das Ding fahre ich öfters einfach nur, um Spaß zu haben. 42 Runden steht jetzt hier. Bin ich gefahren hier? Echt vor mir Höchstwertung. Ist doch schön. Freut mich. Weiß einfach, dass Ford das mein Auto ist. Ey. Ford ist einfach. Ford ist Mord. Ford ist Mord. Da kannst du dich echt mit zerlegen mit den Wagen. Krass, Xentern ist die ganzen anderen Sektoren schneller gefahren als ich, ne? Boah. Krass, ich bin nur im ersten Sektor schneller gefahren, die anderen zwei ist eher schneller gefahren. Boah. Er könnte locker mit dem Auto echt 30 fahren, irgendwas. Macht ja nicht. Das ist echt nicht einfach, die Karre. Nicht einfach. Glaube ich dir. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit den Rekord aufbrechen kannst. Ich glaube, die Karre ist, wenn du die fahren kannst, irre schnell. Die gibt einfach ultra krass Gas. Und es lenkt einfach so krank gut, weil du halt diese Heckschleuder hast und dadurch
kannst du die Kurven halt voll schnell fahren. Boah. Oh Mann. Hast du nicht gedrückt? Ich hab hier eine Mücke. Normalerweise bin ich nicht mückenanfällig, aber heute mag sie mich irgendwie. Ich hab gehört. Zzzz. Boah. Da kriege ich richtig schlechte Laune langsam, weil mein ganzer Körper schon juckt. Die tut dir doch was, nicht. Das hörst du? Ja, kurz als du geredet hast, hat es gemacht. Doch, doch, habe ich gehört, ja klar. Ach was. Ja, das meiste geht ja von der Rauschunterdrückung weg, aber ich höre hier auf meinem Kopf auch jeden Regentropfen und sowas auf meinen Kopfhörer. Ja, nice, ja, nice, naja, nice. Oder nee, ist gar nicht Rauschunterdrückung. Wie heißt das denn? Umgebungsunterdrückung. Oh, jetzt juckt mir der Fuß. Alter. 1,34. Kann ich fahren so. Achso, apropos Jucken, ne? Dieses Jucken, was du immer so hast, ist bei mir auch immer dabei. Ich hab kein Jucken. Was denn Jucken? Was sag ich? Ich juck mir der Fuß. Ja, weil ich hier eine verkackte Dings hab, Mücke. Ja, ja, aber zersticht mich ja gerade. Dieses Jucken, was man so hat manchmal, so kitzelt oder kratzt einer, juckelt etwas. Da habe ich halt immer wieder, das ist halt bei mir fast normal. Das sind auch diese scheiß Krämpfe, die so kontra... Ach so, meinst du? Mhm. Ich kann sagen, nee, normalerweise habe ich keinen Jucken. Ja, so kitzeln, jucken, das muss man berühren, damit es dann weggeht. Bestimmte Stellen. Oder man dreht durch. Fahr mal fort. Bin mal gespannt, was du sagst. Kennst den ja auch noch nicht, ne? Ich bin doch jetzt fortgefahren. Ich bin vom Server weg. Aber ich weiß es. Ich schaffe es nicht mal fort, jetzt zu fahren. Also das ist jetzt hier schwierig. Bin schon Wie, bist vom Server weg? Ne, ich wollte meine Zeiten speichern und sehen. Wie, du bist fort schon gefahren? Du bist schon gefahren? Nein, ich habe gesagt, ich bin schon fortgefahren. Vom Server. Ach so, ja. Oh. Oh mein Gott. Ich bin schon fortgefahren. Jetzt ist echt so, doch ist an. Okay, okay, passt, passt. Okay, okay. Ja, aber bist du nicht fortgefahren, dann kam es nie wieder. Wie ist denn das mit dir? Was ist das? Die Handy-App für Twitch ist der letzte Rotz. Ich finde generell die Handy-Apps, da geben sich die nicht so viel Mühe. Bei allem. Es kommt drauf an. Ich glaube, bei Amazon ist die sogar besser teilweise. Nee, auch nicht. Amazon ist so, ja, Twitch hat sich auch verbessert. Aber Facebook war früher besser auf dem Handy als auf dem Desktop. Auf dem Handy sah es voll modern aus, auf dem Desktop sah es aus wie aus dem 90er-Forum so. Okay. Was guckst du dir da an? Ah, Tutorial. Ich kann eh nicht mehr fahren. Diese Mücke, ne? Was ist denn mit der? Ich habe eigentlich dein Bild angehabt die ganze Zeit. Oh, alles minimiert worden. Scheiße, komm schon. Hallo? Wenn man einem Ordner schüttelt, ist das Ganze jetzt halt wieder zurückschütteln. Okay. Ach so, da habe ich schon wieder diesen Monster-Lag und dachte, okay, nee, doch, das warst du. Ja, ja, Penny darf ich nicht gucken, das kommt erst eine halbe Stunde später an. Ja, eben war doch eh Reconnect vom Stream sogar, 48 Stunden. Der hat mich dann schon wieder rausgeworfen, okay. Alter, ey. Alles am Jucken hier. Gleich ziehe ich eine Hose an, dann kann sie mir wesentlich an die Beine stechen. Ja.
Was hat die denn heute? Normalerweise greifen die mich nicht an. Weiß nicht. Überhaupt, dass ich mal, das ist jetzt die zweite Mücke in diesem Jahr, die ich in meiner Wohnung habe. Und die erste, die habe ich, an der habe ich eine geknallt, danach ist freiwillig aus dem Fenster rausgeflogen. Das ist aber, also, das ist eine, das ist Tierlieb, sagst du, oder? Also. Naja, nicht wirklich geknallt. Ich habe es halt weggescheucht. Ich habe es rausgescheucht. Ja. Nicht tierlieb wäre es, wenn ich sie totschlagen würde, aber das mache ich ja nicht. Hat er gerade Flugzeug draußen übers Haus geflogen. Ganze Bildschirm hat gewackelt. Echt? Oder hast du einfach nur Naja, wenn geforst? Nee. So viel Energie ist da nicht hinter. Einfach nur geforst. Man kennt's, man kennt's. Ach so. Bist du fertig mit Fahren oder was? Ja, ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich hier so kaputt gestochen werde. Jetzt da aber knuddelt's. Nee. Das ist nicht witzig. Ich hab immer noch der ganze Körper. Ist ja auch noch irgendwo. Ich will das Fenster aufmachen, damit die abhaut. Meinst du? Ja, meistens hauen die wieder ab. Die wollen gar nicht freiwillig hier reinfliegen. Die fliegen, weil sie das Licht sehen oder so. Die haben Besseres zu tun, als jemanden anzuzapfen, der die ganze Zeit nach ihnen haut. Oder sie wegscheucht. Vielleicht fahren die ja so auch ein Auto. Ich ist das ja auch für die Meine, Autofahrer. meine, 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 meine. Wir merken, es wird spät. Die Jokes werden echt immer besser. Ja, aber du bist sofort gefahren. Wo bist denn jetzt hin? Wo bist denn jetzt hin? Versteh dich nicht. Hilfe. Was mal vor uns nehmen. Huch, aber sag mal, dieses Wochenende war keine Formel 1 oder etwa doch? In 4 Wochen ist Sommerpause. Oha, okay. Also noch 3 Wochen. Gott, oh Gott, oh Gott. 3 Wochen Wild, weiß ich gar nicht oder? mehr, was das ist. Macht dir nichts. Formula Dur ist das. Formula Dos, muss man schauen. Okay, weißt du schon, wo sie ist? Welche Rennstrecke? Ja, die wir Welches gefahren Land? sind. Die wir gefahren Oha. sind vor der. Oh. Ja, wo waren wir vor der? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, wir sind doch gefahren. Vieles Jens. gefahren. Wir sind doch gefahren hier. Hallo Kate. Wir sind doch gefahren. Okay, funktioniert, geil. Funktioniert. So. Die richtige im Rentnerclub. Weiß ich Waren das nicht. Hungarienring, ne? Sind wir Genau, gefahren, kann Hungaroring, das sein? genau. Ja, Ungarn. Mal schauen hier, mal, ob ich einen Meter komme. Also.
Wir kommen zum Ende, Katie. Das ist jetzt vorbei eigentlich mit Rennen. Du kannst noch ein bisschen... Das war's hier. Achso, wie es mir geht? Beschissen, ich habe Lungenentzündung. Muss noch extra Antibiotika... Tabletten nehmen, Antibiotika... Sprayen und Kortisonspray. Beschissen. Und verdammt heiß. Und bei Ihnen? Das wirkt sich wild aus auf meinen Körper, Antibiotika. Weißt du? So. Also sagst, Jens, ist vorbei heute, oder? Passt mitfahren. Passt mitfahren. Ah, denn deine View ist auch echt wild. Du klebst ja echt voll am Tacho vorne. Ja, muss ich halt wegen der Entfernung und so. Krass. So. Sieht für mich wie auf einer Lupe aus, so. Da wünsche ich dir alles Gute, Katie. Und falls wir uns dann nicht mehr sehen, wünsche ich dir alles Gute. Jo. War aber anstrengend heute. Du kommst gerade zum Ende. 10 Stunden 40 Racing gemacht. Mit Formel 91, mit GT3. 2019, 20, 22, ja. Viel Racing gehabt, gerade eben Ende. Jetzt ist nichts mehr. Jetzt tun wir noch ein bisschen quatschen und fertig. So. Also Katie, bist du bereit für den Lutschkäse? Bist du ready? Du weißt, es muss immer eingeben. Großer, ich gehe mal hier Fenster nochmal aufmachen und guck mal, ob ich die irgendwie rausscheuchen kann, ne? Mach mal. Ich versuche mal meinen Puls zu reconnecten hier. Und beende das schon mal die Aufnahme. Okay, damit, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, aber erstmal Ende der Racing-Aufnahme. Wenn Kate da ist, müssen wir schnell schließen und ausmachen. Polizei ist da.